Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial mit dem Thema Widerstand einer Leitung. Wie wir bereits beim letzten Video gesehen haben, ist der Widerstand einer Leitung abhängig vom Querschnitt der Leitung, also wie dick die Leitung ist. Eine dicke Leitung, also eine Leitung mit einem großen Querschnitt, hat einen hohen Leitwert und demnach einen geringen Widerstand. Eine Leitung mit einem kleinen Querschnitt hat einen geringen Leitwert und einen hohen Widerstand. Der Widerstand einer Leitung ist von folgenden Größen abhängig. Einerseits, wie wir gesehen haben, vom Querschnitt, aber der Widerstand ist auch abhängig von der Länge des Leiters. Lange Leitungen haben einen hohen Widerstand, während kürzere Leitungen einen geringen Widerstand haben. Zudem leitet nicht jedes Material gleich gut. Es gibt gut leitende Materialien und schlecht leitende Materialien, und wie gut ein Leiter oder ein Material leitet, ist in einer Konstante Rho, dem spezifischen Leitwert, angegeben. Die Formel zur Berechnung des Widerstandes lautet Rho mal L geteilt durch A. Ein Beispiel. Wie groß ist der Widerstand eines 100 Meter langen Kupferkabels mit einem Querschnitt von A gleich 1,5 Quadratmillimeter? Rho von Kupfer ist angegeben aus der Formelsammlung mit 1 durch 56 mal Ohm mal Millimeter Quadrat geteilt durch Meter. Wenn wir diese Angaben einsetzen in unsere Formel, dann erhalten wir, R ist gleich, zunächst einmal das Rho, 1/56 Ohm mal Millimeter Quadrat durch Meter, dann mal der Länge, mal 100 Meter, geteilt durch den Querschnitt, geteilt durch 1,5 Quadratmillimeter. Quadratmillimeter und Quadratmillimeter kürzen sich raus, genauso Meter zu Meter, sodass wir einen Widerstand von 1,2 Ohm erhalten.